Hey Leute, willkommen zurück zur nächsten Episode von Resident Evil 7. Wir sind Mia, wir sind auf dem Schiff. Wir haben jetzt gerade herausgefunden, was mit Evelyn passiert ist. Und zwar, Evelyn hat übernatürliche Kräfte. Ich weiß nicht genau wie, sie ist von irgendeinem Pilz befallen und hat das ganze Schiff hier zerstört. Und ich als Mia war die Fürsorgerin von Evelyn. Evelyn wollte, dass ich ihre Mami bin. Und deshalb ist sie ein bisschen ausgeflippt, ist abgehauen und hat hier alles zerstört. Und hat unter anderem Alan getötet, den wir vorhin gesehen haben. So, mehr weiß ich noch nicht. Aber das ist ja schon einiges. Bin jetzt hier auf dem Schiff, wo ich gerade auch schon war. Leider ohne Maschinengewehr. Das fand ich ja gerade ziemlich cool. Oh geil. Ist zu. Maschinengewehrmunition. Eine flüssige Chemikalie. Schießpulver. Daraus lässt sich doch was basteln. Ach, Pistolenmunition. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Vielleicht mache ich mir lieber daraus Erste Hilfe. Er ist wohl kaputt. Kraut. So. So, das habe ich gebraucht. Okay. Komme ich nicht durch. Das Ding kann ich auch nicht öffnen. Vielleicht habe ich ja irgendwo was übersehen, wie so oft. Ach, oder? Ich muss vielleicht einfach hier lang. Sieht gut aus. Mein Gott, so eine lange Leiter. So, geschafft. Und hier geht's wieder runter. Aber ich bin mal gespannt, wo Ethan ist. So, das ist so die eigentliche Frage. Wir suchen ihn ja eigentlich. Er ist anscheinend auf der Brücke. Vielleicht funktioniert er noch. Kamera wechseln. Mhm. Da ist er. Kamera 5, S2. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Bestimmt. Und das ist das Deck. Ah! Mann, du blöde Bitch, ey! Hör auf, Evelyn! Ah. Verdammte Halluzination. Diese blöde kleine. Bombe mit Fernzünder. Lohnt es sich auf jeden Fall hier mal überall alles abzusuchen. Schießpulver. Okay, ich bin ganz oben, 4F. Und ich muss nach S2. Trotzdem hier hinten einmal nach. Ach, okay. Kapitänskabine. Oh nein. Ist abgeschlossen. Kreuzschlüssel. Karte des Schiffs. Fuck, wie kriege ich das auf? Ich brauche einen Dietrich oder sowas. Das kann auch nicht sein. Hm. Irgendwo muss sowas ja sein. Hier nicht.
auch nicht. Vielleicht, wenn ich da unten weitergehe. Hoffe ich zumindest. Muss ich mir nur die Stelle merken. Also okay, in der Kapitänskabine, da gibt es das Maschinengewehr. Ich bin ja gerade hochgegangen. Ne, hier geht's ja wieder runter. Das sieht aus, als könnte ich das in die Luft springen. Ich will aber das Maschinengewehr. Also ich wette, dass ich irgendwas irgendwo übersehen habe. Das kann doch nur so sein. Ist hier nichts drin? Nee. Scheiße, ey. Wir bräuchten Schlüssel. Oder Dietrich. Aber hier scheint wirklich nichts zu sein. Das gibt's doch gar nicht. Ich mal hier. Nee. Ich gehe nochmal in die Kapitänskabine. Ich könnte mir fast gar nicht vorstellen. Was war das denn? Mach keinen Scheiß. Och Mann. Ich glaube, ich will es gar nicht versuchen aufzusprengen. Verschwende ich wieder nur die Granate. Scheiße. So ein Fuck. Total zum Kotzen. Wie viele Granaten habe ich denn? Toll, zwei. Bombe mit Fernzug auf den Boden legen. Das funktioniert ja im Leben nicht an dem Ding. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich werde die erstmal hier unten benutzen. Schnell weg. Ey, Alter, was? Muss ich das da drauflegen oder was? Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich habe es offiziell verkackt. Das Maschinengewehr bekommen, zur untersten Ebene gehen und Ethan retten. Den Schlüssel für den Waffenschrank finden. Ey, ich bin so ein Depp. Habe ich wieder zwei Bomben verschwendet. Für nichts und wieder nichts. Da komme ich so nicht mehr rauf. Kamera. Mann. Wenn ich hier runterjumpe. Oh oh. Ich werde bestimmt sterben. Oh, doch nicht. Ich habe überlebt. Oh, das nervt. Da muss ich mal wieder ein bisschen nachschauen. Ich hatte das mit diesem Nvidia Gaming Experience Center optimieren lassen, aber anscheinend hat das nicht viel gebracht.
so geht's. Richtigen Unterschied merkt man sowieso kaum bei Resident Evil. Hm, toll. Oder auch nicht. Moment. Vielleicht sollte ich dieses Ding hier auch doch auf das stellen. Boah, nee, ist eine Katastrophe. Mann. Wo ist es? So, schon besser. Das ist es. Sicherheitssteuerraum. Hier war ich ja. Ah. Nee. Okay, kann man nicht lesen. Das wurde hier schon rausgenommen. Das hatte ich gerade schon gesehen. Wieso hakt es schon wieder? Ich weiß es nicht. Eigentlich dachte ich, das hätte ich schon hinter mir. Diese Kacke. Ja, kriege ich leider nicht auf. Jetzt wäre ich schon längst weiter. Ah, aber. Geil. Was? So, ich dachte, das wäre dafür gedacht. Okay, ich habe einen Kreuzschlüssel, wofür auch immer. Okay, komme ich also auch erstmal nicht weiter. Dann habe ich noch... Hier war ich aber noch nicht. Ah, toll. Flüssige Chemikalie. Gespeichert habe ich hier schon. Mache ich jetzt nicht nochmal. Wer weiß, ob ich hier nicht irgendwas versaut habe. Ja, hier geht's wieder runter. Oder kann ich noch höher? Ich kann noch höher. Kam ich von? Nee, von hier kam. Ach, ich bin jetzt hier, okay. Oh. Ich höre wieder Geräusche, die mir gar nicht gefallen. Das hört sich nicht gut an. Vor allem, wenn man keinerlei Waffen hat. Ach du Scheiße. Da geht's runter. Waschraum. Oh, warte mal. War ich hier nicht schon überall? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß das gar nicht, ey. Scheiße. Freizeitraum. Waschraum, Kojen. Also ich hoffe, dass ich hier noch nicht war. Das war wieder mal klar. Scheiße. Doch, hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon, verdammt. Ja, Kraut kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Aber hier war ich wirklich schon.
2F. Pausenraum. Okay, hier komme ich ja nicht durch. F. 4F, okay. Ach Mann, jetzt bin ich wieder hier. Ich meine, vielleicht... Was war das denn? Achso. Vielleicht muss ich ja auch runter, aber... Ist es nicht, ey. Die Tür mit Ätzmittel öffnen. Das Maschinengewehr bekommen, den Schlüssel für den Waffenschrank finden. Ja. Ist mir schon klar, aber... schon mal nicht öffnen. Ich drehe mich im Kreis. Ich weiß echt nicht, was ich übersehe. Laptop ist kaputt. Was übersehe ich denn verdammt nochmal? Da muss ich wieder auf die Brücke. Ganz ehrlich, wenn da nichts ist, dann muss ich doch wirklich runter. Kleinen Moment. Ich kann das so nicht stehen lassen. Was habe ich denn letzte Mal runtergestellt, damit es ein bisschen... Umgebungsverdeckung aus. Dass so total viele Leute auch grundsätzlich so Probleme mit der Grafikeinstellung haben. Ich habe jetzt auch nicht den High-End-Rechner. Wo war das denn? Ach da. Gleich mal Variabel. Lensflare, volumetrisches Licht hoch, Reflexion, Variabel, Volumenstreuung. Chromatische Aberration. Was ist denn damit? Ich möchte nicht, dass es hakt. Der lädt halt immer irgendetwas. Hat ja auch nichts mit der Framerate zu tun, sondern muss an irgendeiner Einstellung liegen, dass er immer kurz stockt. Weil flüssig läuft es ja eigentlich. Vielleicht soll ich das doch auf Interlacing stellen. Erreichen. Ach, hier war ich doch schon überall. Das bringt doch nichts. Das bringt wirklich nichts. Ich glaube, mir bleibt wirklich nichts anderes übrig, als runterzugehen. Ganz runter. Aber da konnte ich noch was machen. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Und zwar, ich hatte ja da so eine Sicherung in diese Tür gesteckt, damit ich die Tür aufmachen kann, aber man kann die Sicherung noch woanders reinstecken, so wie ich das gesehen habe.
Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Kann's nicht sagen. Okay, nach oben kann ich ja nicht. Da war ich ja gerade. Da komme ich ja nicht durch. Die Geräusche verheißen nichts Gutes. Das hört sich an, als würde es von rechts kommen. Ey. Das ist doch nicht normal. Das kann doch nicht... Woran liegt das? Ja, die Folge auch einfach Grafikeinstellung bei Resident Evil nennen. Würde auch passen. Schattenqualität, da haben wir Schatten aus. Okay. Das kann doch nicht sein. Das hat... Oh. Wird immer schlimmer. Das kann auch nichts... Ja, ich weiß gar nicht, womit das was zu tun hat. Das ist wirklich super mies, ey. Schattencache, vielleicht den mal auch an. Umgebungsverdeckung. Vielleicht mal aus. Jetzt wird das Ganze aber so ein bisschen verschwommen. Also ich weiß gar nicht, ich hatte vorher doch auch nicht solche Probleme. Also flüssig läuft das auf jeden Fall. So. Das ist die Stelle, die ich meine. Und wieder hakt es. Scheiße. Fuck, ey. Ja, ohne Waffe ist scheiße, ey. Was mache ich jetzt? Hier war das nämlich. Was auch immer das bringt. Oh, 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 oh. Bitte jetzt nicht. Boah, leck mich doch, ey. Weiß nicht genau, was jetzt die Sicherung da gebracht hat. Hier auch nur... Ah, leere Schubladen. Liebe Janet, wie geht's dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Ah, okay. Da ist doch was dran. Nee, toll. Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheit in der Schwarzen Lagune. Wieso? Sowas verstehe ich da nicht. Warum kann ich das aufheben, wenn ich nichts damit machen kann? Oder... Nee.
Nee, wirklich nicht. So, hallo Psychotonikum. Du wirst mir hoffentlich helfen. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen. Schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Ich glaube, das war der Ingenieur. Toll, hier ist eine Kiste, kann ich natürlich jetzt nicht kaputt machen. Ach, jetzt bin ich hier. Ey, das ist doch echt scheiße. Das ist doch wirklich kacke. Fuck! Ah, aber hier war ich noch nicht drin. Oh fucking yeah! Eine kleine Mini-Pistole. Besser als nix. Toll, Schublade leer. Wahrscheinlich hätte ich vorhin schon hier sein müssen. Beim ersten Mal. So, jetzt wird gespeichert. 2 Schuss? Ja, geil! Der Tag ist gerettet, Leute. 2 Schuss, die ich jetzt wahrscheinlich direkt verschwenden werde. Diese fucking Sicherung hier wieder rausnehmen. Warum auch immer die hier drin war jetzt oder was sie mir gebracht hat. So, einmal checken, ob ich unten was machen kann. Ah doch, hier unten kann ich auch weiter. Ja, oder auch nicht. Was? Der verfolgt mich ja! Er leckt mich fett! Junge, hau ab! Alter! Ich will nicht sterben. Boah! Ey. Hammer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mir so schnell hinterherkommt. Puh. Das Schlimme ist... Ah doch, ich habe Heilung. So. Ich habe Heilung, ich habe 2 Schuss und ich habe dieses Psychotonikum. Das wird mir vielleicht helfen, in diesem Wust hier irgendwas zu finden, womit ich entweder die Tür wegätzen kann oder das Maschinengewehr einsammeln kann. Jetzt aber noch nicht einnehmen. Ich habe Angst, dass ich das dann zu schnell verbrauche.
dir mal so ein paar Stellen, wo das einmal hakt. Ich weiß auch nicht, da muss ich nochmal in Ruhe gucken, was ich da in den Einstellungen verändern kann, dass das endlich mal aufhört. Weil das nervt tierisch. So. Kann man sich vielleicht so ein Ätzzeug zusammenbasteln? Ne? Vielleicht sollte ich das jetzt schon nehmen, das Psychotonikum. Toll, hinter ist ganz viel. Schön. Unten auch. Geil. Mir wirklich viel. Was ich gar nicht gecheckt habe, vielleicht kann ich auch in diesem Fahrstuhlschacht auch irgendwo nach unten gehen. Ich gucke erstmal jetzt oben wieder. Hallo Psychotonikum, hilf mir bitte. Ich wette, hier ist nichts. Alter, das war so klar. Das war so klar, ey. Oder wirkt das schon nicht mehr? Doch, das wirkt noch. Ne. Fuck, ey. Ich hätte ja wirklich die Kabine versuchen sollen aufzusprengen mit den... Ah, hier. Ah. Toll! Ich dachte, hier wäre was. Ey, das ist doch scheiße. Was mache ich denn? Wirklich überfragt. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ach, vielleicht durch die Luke hier. Vielleicht sollte ich das mal versuchen. Yo. Das war doch voll einfach. Da nicht schon eher drauf gekommen. Oh. Ich höre sehr unschöne Geräusche. Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwei Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf. Kommt das hier rein? Nee. Okay, nochmal. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2. Aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Okay, da muss ich was reinstellen und da muss ich was reinstellen. Eine Sicherung fehlt. Oh, ich kann auch herabsteigen. Wo geht's hin? Das entscheide ich erst gleich. Ich mache jetzt eine kurze Pause, also bleibt dran und wir sehen uns gleich. Bis gleich.